Kindermund tut Wahrheit kund. Es spielt keine Rolle, ob unsere Kindheit wie im Bilderbuch verlaufen ist oder höchst beschwerlich und entbehrungsreich war. Sie wird für immer ein Teil von uns sein. Idealerweise ist sie ein stabiles Fundament, auf welchem wir getrost unser weiteres Leben aufbauen können. Die ersten Eindrücke, die wir als unbedarfte Kinder von der Welt und ihren Bewohnern sammeln durften, haben uns nachhaltig beeindruckt und geprägt. Viele Glaubenssätze aus Kinder- und Jugendtagen haben wir übernommen, ohne sie jemals kritisch auf Sinnhaftigkeit und Aktualität zu überprüfen. Doch unser inneres Kind ist auch jetzt noch immer völlig unbeeindruckt vom Leben als Erwachsener und der großen Welt da draußen. Es spielt noch immer auf der Blumenwiese von früher, sammelt Steine und schaut fasziniert einer Schnecke im Gras beim Nichtstun zu. Wir können sehr viel von ihm lernen, wenn wir gewillt sind, ihm zuzuhören. In unserem heutigen Video erfährst du 10 wichtige Botschaften, die das Kind in uns unbedingt loswerden möchte. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Hab keine Angst vor der Liebe. Kinder lieben selbstlos und völlig frei von Erwartungen. Erst wenn wir älter werden, stellen wir fest, dass Liebe manchmal auch Schmerz und Leid bedeuten kann. Das kindliche Verständnis von Liebe ein wenig in unserem Leben zu behalten, wäre aber ein großes Geschenk an uns selbst. Nummer 2. Hey, lass uns Spaß haben. Einfach mal die Zügel schleifen lassen, wahrhaft kindlich sein und spielen oder herumtollen, wie schön wäre das. Manche Erwachsenen schaffen es Gott sei Dank, sich dieses kindliche Gemüt zu erhalten. Spaß ohne Absicht und ein ausgelassenes Spiel ohne Punktestand, Sieger oder Verlierer kann eine höchst befreiende Sache sein. Uns selbst allzu ernst zu nehmen, nimmt dem Leben die Leichtigkeit und uns auf Dauer die Freude daran. Nummer 3. Wenn wir für immer zusammenbleiben, ist niemand allein. Der Schriftsteller Erich Kästner bemerkte einst, dass es ein großes Unglück der Erwachsenen sei, ihre Kindheit irgendwann für immer abzulegen, wie einen alten Mantel. In der Tat sollten wir die Verbindung zu unserem jüngeren Ich nicht einfach kappen, wie ein Kabel, das niemand mehr braucht. Im Kontakt mit unserem inneren Kind zu bleiben, ruft uns unsere Stärken in Erinnerung, zeigt die Entwicklung auf, die wir bereits erfolgreich bewältigt haben und lässt auch Raum für Spekulationen, was in Zukunft noch alles möglich wäre. Wer die Gewissheit in sich trägt, sich bedenkenlos auf sich selbst verlassen zu können, wird im Leben niemals wirklich allein sein. Nummer 4. Du bist einfach großartig. Unser inneres Kind ist in der Tat unser größter Fan. Im Gegensatz zu unserem inneren Kritiker ist es ausschließlich begeistert von unserem Werdegang und der Person, die wir als erwachsener Mensch geworden sind. Es sieht zu uns auf wie zu einem älteren Geschwisterkind, das es bewundert und unbedingt nachahmen will. Kinder lassen sich in ihrem Denken und Handeln noch nicht so sehr von der Außenwelt beeinflussen wie wir Erwachsenen. Sie bauen endlos Türme aus Bauklötzen, auch wenn diese immer wieder umfallen. Zu den Teepartys im Puppenhaus kommt leider nie jemand zu Besuch, aber hey, was soll's? Die Puppen sehen ganz großartig aus und imaginärer Kuchen war bekanntlich immer schon der beste. Nummer 5. Einfach ist einfach immer am besten. Der legendäre Leitspruch "Keep it simple" ist ziemlich sicher einem Kind zu verdanken. Sie sind Meister darin, die Dinge einfach zu belassen und mit minimalem Aufwand maximalen Spaß zu haben. Seien wir ehrlich, wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ein bisschen kindliches Downsizing in unserem Leben wäre kein Luxus, würde uns aber Zeit und Geld und vor allem einiges an Stress ersparen. Nummer 6. Sagt Tschüss zum Schmerz. Ein aufgeschlagenes Knie bekam in Kindertagen maximal ein Pflaster verabreicht und schon war es wieder gut. Vielleicht haben die Eltern oder Großeltern noch einmal ganz liebevoll drauf gepustet, damit der Schmerz auch ja schnell weggeht.
5 Minuten später war das Drama schon wieder vergessen und die Bahn frei für die nächste Bruchlandung. Schmerz als etwas Temporäres zu sehen, ist wohl eine der wichtigsten Lektionen, die unser inneres Kind uns beibringen kann. Er geht dann weg, wenn wir es wollen und nicht umgekehrt. Ablenkung hilft manchmal, im Wesentlichen ist es aber eine Frage der reinen Willenskraft, wie lange etwas wehtut. Nummer 7. Lachen ist die beste Medizin. Dieser Spruch ist inzwischen sogar durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt worden. Wer herzlich lachen kann, am besten mehrfach täglich, regt die Produktion von Glückshormonen im Körper an, senkt seinen Blutdruck und stimuliert darüber hinaus eine ganze Reihe von Muskeln, die sonst nicht so kräftig zum Einsatz kommen würden. Kinder wissen das alles nicht und es kümmert sie auch überhaupt nicht. Ihr Gemüt ermöglicht es ihnen, in jeder Minute ihres Seins das Komische und Lustige zu entdecken. Nummer 8. Du bist perfekt und wunderschön. Ein unschuldiges Kinderherz kennt kein Verurteilen, keinen Hass und keine Bosheit. All diese Strömungen kommen erst mit dem Heranwachsen oder mit dem Kontakt zu älteren Kindern und solchen, die der ungefilterten Negativität von Erwachsenen schutzlos ausgeliefert sind. Welche Nase schön und welche hässlich ist, kommt in der kindlichen Wahrnehmung nicht vor. Erst durch das Denken in diesen Kategorien von Erwachsenen geht es auf Kinder über. Beim nächsten Blick in den Spiegel sollten wir versuchen, uns einmal nur mit völlig unbefangenen Kinderaugen zu sehen. Ein Wow sollte uns dabei zumindest über die Lippen kommen. Nummer 9. Ich werde dich immer lieben. Dein inneres Kind und du, ihr seid ein unschlagbares Team. Das Leben des einen wäre ohne den anderen nicht möglich. Diese Bindung bleibt für immer bestehen und kann auch nicht zerstört werden. Ehre dein inneres Kind und alles, wofür es steht. Das kannst du am besten, indem du dich so akzeptierst, wie du bist und deine Stärken immer vor deine vermeintlichen Schwächen stellst. Du bist perfekt so, wie du bist. Nummer 10. Alles ist gut. Wahrscheinlich wird nicht alles in deinen frühen Lebensjahren immer nur schön und gut gewesen sein. Eltern sind nicht immer perfekt. Andere Kinder können ausgesprochen grausam sein. Der große Vorteil als Erwachsener: Wir haben die Dinge nun selbst in der Hand. Wenn wir uns als Kind nicht wehren konnten oder manchen Situationen hilflos ausgeliefert waren, nun sind wir das nicht mehr. Wir sind in Sicherheit und alles ist gut. Unser heutiges Fazit: Bleibe dir selbst dein bester Freund. Viele Menschen kommen und gehen im Laufe unseres Lebens. Manche Freundschaften bleiben für immer, andere erweisen sich als leere Versprechen. Wir gehen Beziehungen ein und müssen auch diese häufig wieder beenden, wenn sie nicht gut oder richtig für uns sind. Sogar die Familie verlässt uns oder zwingt uns dazu, um unseres Seelenfriedens willen den Kontakt mit ihr abzubrechen. Das ist leider manchmal der Lauf der Dinge, den das Leben uns abverlangt. Die wichtigste aller Beziehungen war und ist daher immer jene zu uns selbst. Das innere Kind wird uns mit Freude durch unser ganzes restliches Leben begleiten, wenn wir es lassen. Es wird uns gerne ungefragte Ratschläge erteilen und manchmal mit dem Kopf durch die Wand wollen. Meistens aber wird es uns einfach vertrauensvoll an die Hand nehmen und bei uns bleiben, egal was geschieht. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.